Hier dürften jetzt die Great 8 kommen. Bin mir allerdings nicht mehr hundertprozentig sicher. Okay, wir können Airmen aufladen. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir die noch brauchen werden. Ja gut, spätestens bei den Great 8. Für... Ja, genau. Für, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich muss dann eh kurz überlegen. Ich weiß nicht mehr alle jetzt auswendig. Wird mir aber wahrscheinlich schon wieder einfallen. Okay, da haben wir schon mal ein Leben. Das ist sehr schön. Das möchte ich gleich direkt haben. Denn das können wir sehr gut gebrauchen. Ah, das ist wieder so eine Entscheidungssache hier, ne? Wo man lang geht. Was? Da fällt man durch? Oh, wie gemein. Wie gemein ist das denn? Das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr, ne? Wo man durchfällt. Aber ich glaube, wir können da nicht drüber springen. Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. So. Dankeschön für das Leben. So, jetzt ist wieder die Frage, wo lang geht es? Nach oben weiter oder in der Richtung weiter? Ich gehe erstmal hier lang. Wir können ja hier immer noch zurück. Okay, es ist egal, wo lang. Ach, hier kann man auch wieder durchfallen. Uah, was? Da auch? Wie gemein. Unsichtbare Löcher hier. Okay, da ist fester Boden, da ist kein fester Boden. Okay, Alter, das wird lustig. So, hier ist fester Boden. Da auch. Okay, gut. Warum kann man nicht hier auch durchfallen? Das wäre jetzt, hier wäre das jetzt gemein. Ah, da oben könnte sein. Boah, da oben, Tatsache. Das könnte durchaus sein. Warte mal. Ich gehe auf Nummer sicher, Leute. Nee, nicht... Ah, das war der falsche Item. Ich wollte fliegen. Weil ich weiß nicht, wo der Boden da lose ist. Keine Ahnung. Ich glaube, da fällt man durch, wenn man nicht aufpasst. Ja, den E-Tank hätte ich gerne, aber welcher Boden ist locker? Okay, ist egal. Das muss ich erstmal ausprobieren. Durch welchen man hier durchfällt. Ah, durch den. Okay, alles klar. Also kurz vor dem E-Tank fällt man durch. Okay. Da müssen wir anders drüber kommen. Wie komme ich da drüber? Ich könnte den Aufzug an die Wand da schießen. Okay, das klappt. Warte mal. Ja, sehr gut. Hehehe. Trick 17. So, da haben wir noch einen E-Tank gekriegt. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob man da auch anders drüber kann. So, hier falle ich jetzt hoffentlich nicht nach unten. Ja, da kommt man nie im Leben drüber. Da muss man mit dem Item drüber. Mega Man kann ja hier gar nicht hoch genug springen. Oh Gott, was ist das? Was? Oh, Alter, was war denn das bitte für eine Aktion gerade? Okay, hier stehen bleiben ist gut. Auf keinen Fall runterfallen. So, ich glaube, ich springe jetzt schon. Alex! Oh, ei, ei. Ich will gar nicht so lange auf dem Ding bleiben. Alter, was zur Hölle? Du großer Gott. Habe ich ja jetzt schon keine Lust. Was? Was? Oh, Entschuldigung. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wie man da weiterkommt. Weil ich habe nämlich gesehen, dass das Ding da... Bei der einen Stelle muss man abspringen. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Das wird gleich lustig. Das wird gleich mega lustig. Das wird gleich lustig. Da weiß ich noch gar nicht, wo ich da hin soll, ehrlich gesagt. So, hier wieder abspringen. So, Vorsicht. Hier muss ich jetzt erstmal gucken. Halt. Ich hoffe, die Zeit haben wir. So, das Ding kommt da runter. Dann da oben. Ach, da muss ich drauf springen. Alles klar, da muss ich da drauf springen und da wieder auf den warten. Dann da mit dem Wandkriechaufzug hoch und dann... Alter, das wird lustig. Okay, alles klar. Wir versuchen mal unser Glück. Also Wandkriechaufzug schon mal ausrüsten. Uah. So. Okay, pass auf. Hier bleiben. Da habe ich mich nämlich eben irritiert worden. So, können wir... Ja, Mist. Bleibt er noch lange genug an? Ja, bleibt da. Gut. Geschafft. Das war klar. Das war so klar.
So, pass mal auf. Wir schießen mal gerade nach unten. So. Mit dem, wenn ich auf den Sack geht. So, okay. Bleib mal gerade auf der Waffe. Mal den abschießen. So, das wird jetzt problematisch, weil wir... Warte mal, nee, da oben kommen wir noch lang. Gut, da kommen wir noch lang. So, pass auf, dann fährt er da, da, da. Ja, der fährt richtig. Wir können drauf bleiben. So, hier mal gerade ein bisschen aufräumen. Hier kommt wahrscheinlich jetzt gleich einer und versucht uns abzuschießen. So, und hier einfach drauf stehen bleiben und nach unten fallen. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, wir haben alle Waffen aufgeladen. Ich denke, ein Item werde ich nicht brauchen. Oh, noch so ein Ding. Ich dachte, jetzt reicht es mal langsam. Das ist doch eigentlich relativ einfach. Warum sollte das jetzt hier schwierig sein? Oder kommen hier auch noch Gegner? Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen quasi erst warten. Da fliege ich einfach rüber. Was soll das denn? So, pass auf. Okay. Runter. So, jetzt fliegen wir einfach rüber. Was soll das denn? Ich mach doch jetzt hier kein Geschiss draus. So. Also das ist ja wohl klar, dass ich darüber fliege, dass ich nicht noch auf dem Ding stehen bleibe. Nee, 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 Leute. So machen wir das nicht. So. Ah, so einer. Metal Blade, könnte das sein, dass das hilft? Ach nee, das hilft ja bei dem nicht. Ah, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich habe gerade festgestellt, wenn man die Metal Blade abschießt, kann man sich nicht mehr bewegen. Kommt jetzt hier noch so einer? Natürlich. Ich habe keine Ahnung, was gegen den hilft, außer die normale Waffe. Boah, wie gemein. Ist ja natürlich aus dem Bild gepackt. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Der überlebt ja dann. Ah, oh, was? Noch einer? Ey, komm. Unverwundbarkeitszeit! Wie gemein das einfach ist. Boah, das war knapp. Sprungchaos des Todes und null Leben. Na toll, das wird ja jetzt klasse. So, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Crashman-Waffe ist voll. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas sagt mir, dass wir die Crashman-Waffe noch brauchen. Ja, hier brauchen wir die. Wo kommen denn... Kommen hier nicht die Great 8 normalerweise? Okay, einen E-Tank haben wir. Pass auf, wir müssen quasi... Ich erkläre gleich, was wir machen müssen. Wir müssen hier die Wände aufsprengen. Ich hoffe, das hat gereicht. Hat gereicht. So, jetzt müssen wir nach oben. So, und dann quasi die Dinger hier abballern. Hallo, geh doch mal weg. So. Aber wie? Verdammt. Wie komme ich da nochmal... Mit was muss man die nochmal verletzen? Das weiß ich leider gerade nicht mehr. Und ihr habt ja gesehen, dass die auf einen draufschießen. Scheiße. Ich will das eigentlich nicht nochmal machen. Warte mal. Ah, komm, komm, komm. Lass mich. So. Ich nehme den E-Tank. Wie kann ich die nochmal verletzen? Mit was? Metal? Ja, aber nicht so wirklich... Nicht so wirklich Schaden wurde da gerade gemacht. Boah, wie gemein. Warte mal, ich muss ja eigentlich nur hier unten den noch öffnen. Kann das sein, dass man die auch in die Luft jagen muss? Warte mal gerade. Ja, müssen wir. Okay, gut, dann ist die Sache klar. So, ich hoffe, die Energie reicht jetzt noch dafür aus. Ich hoffe, die Energie reicht noch. So, pass auf. Hier hin. Crashman. So, zack. Also hier hin. So. Ausweichen. So, das müsste reichen noch. Jetzt müssen wir hier wieder nach oben. Und dann oben auf die andere Seite quasi. So, ich warte aber gerade noch, bis sie schießen. So, okay. Jetzt hier noch eine Crashbombe hin. Ja, es reicht. Wunderbar. So, da muss ich jetzt auch noch nach oben. Ich würde sagen, da gehen wir mit dem Aufzug nach oben. Nicht mit dem Aufzug, sondern mit der Plattform. Ach, Mist. Okay, ich warte, bis er schießt. Boah, war das knapp. So, wie komme ich denn jetzt dahin?
Nein! Ah, verdammt, okay. Das ist ja doof an der Stelle. Das ist ja wirklich doof. Gut, ich spiele mal wieder dahin. Wir sehen uns gleich in einem kleinen Schnitt wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Musste leider nochmal hier hinspielen, weil es jetzt ein bisschen gedauert hat. So, und ich würde sagen, wir fangen oben rechts in der Ecke an. Denn da komme ich ja mit den Fliegeplattformen, wie gesagt, hin. Pass mal auf, wir nehmen mal die 1. Und fliegen jetzt erstmal oben zu denen. Wow, okay, die machen auch Schaden. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt können wir nämlich hier mit der Crashman-Waffe den wegmachen. So, dann den. Keine Ahnung, warum das jetzt den nicht weggebombt hat, so wie eigentlich gedacht. So, jetzt können wir hier wieder nach oben. So, kurz den nicht ausweichen. So, jetzt müsste ich da nach oben fliegen, theoretisch. Damit wir den wegkriegen. Bleib doch auch drauf stehen, Mega Man. Lass den mal damit. Boah! Wie gemein das einfach ist. Jetzt komme ich da nicht mehr dran. Okay, wenigstens sind wir ausgewichen. So, komm her. Jetzt müssten wir doch eigentlich nach oben kommen. Oh, das... In der letzten Sekunde. Das gibt's doch gar nicht. So, komm her. Jetzt aber. Blöd ist, ich kann mir da keine zweite Plattform hinmachen. So, jetzt aber. So, jetzt den hier weg. Kabums. So, hier die Wand einreißen. Kurz aufpassen. So, okay. Den weg. So, jetzt da unten aufpassen, dass der uns nicht abballert. Okay. So, die Wand weg. Und jetzt den weg. Und fertig. Jawohl, geschafft. Boah, mit letzter Kraft. Mit letzter Kraft. Weil man das in der falschen Reihenfolge macht, hat man nämlich nicht mehr genug Crashbomben, um alle wegzumachen. Weil man muss das in dieser Reihenfolge machen. Ich glaube, man könnte auch links anfangen, aber das macht wenig Sinn. Ich denke mal, rechts ist die beste Methode. Alter, wie soll man das denn ohne getroffen zu werden schaffen? Das ist ja fast unmöglich. Ich bin gerade überlegen, ob hier die Great Eight überhaupt kommen. Oder kommen die jetzt mittendrin? Die müssten doch hier eigentlich noch kommen. Na klar, da sind sie doch schon. Wenn man vom Teufel spricht. Okay, alles klar. Was haben wir denn? Wen haben wir denn hier oben? Mal gerade gucken. Ah, Heatman. Heatman ist einfach. Heatman ist Bubble Lead, das weiß ich noch. So, Bubble Lead, da haben wir dich. So, natürlich immer schön treffen lassen. Hoppala, so. Schön rüber zu mir. Wunderbar. Und sterben, genau. Wunderbar. So, das war Heatman. Das wird jetzt relativ flott gehen, da wir ja die ganzen Waffen schon haben. Airman. Ach ja, Wood Shield. Also einmal Blätter in den Rotor. Moment. So, Wood Shield. So, hier muss ich natürlich jetzt kurz warten, bis wir eine Chance haben, in... Ah, ich darf nicht vorne in die Dinger reinrennen. So, jetzt sind wir aber richtig. Jawohl. Nein, verdammt, ich habe das Aufladeding nicht gekriegt. Egal. So, wen haben wir als nächstes? Woodman. Oh, da muss ich gut springen. Warte mal. Ich hoffe, das schaffe ich. Ohne Aufladepäckchen. So, wo habe ich denn den Metalman? Ach da. Oh, da muss ich jetzt gut springen. Ach, genau, so nicht. So nicht. So, müssen wir die nochmal von vorne? Nein, wir haben die besiegt sind, die sind schon besiegt. Okay, gut. Dann hätte ich das Aufladepäckchen eben gekriegt, dann hätten wir es geschafft. Leider habe ich da direkt den Teleporter getroffen. So, jetzt aber. Ich muss nur richtig über das Leaf-Shield drüber hüpfen. Und jetzt! Jawohl, geschafft. So, einmal noch. Eventuell werden wir noch mal kurz von den Blättern getroffen, von den runterfallenden, aber... Na also, so, jetzt schnell erst das Aufladepäckchen holen und dann in den Teleporter. Genau, so. Wen haben wir denn hier? Bubble Man. Bubble Man war... Was war denn Bubble Man? Ich jetzt gerade echt überlegen. Ich glaube Airman, oder? Hey, was war das denn? Mich jetzt gerade echt überfragt. Quick Boomerang. Quickman war doch der letzte. Dann könnte es Heatman. Ne, Heatman ist doch. Hä, was? Metal Blade. Metal Blade. Ja, Metal Blade, natürlich. Hallo, wieso schießt er denn nicht genau nach oben?
Oh, jawohl, das wollte ich nämlich. Metal Blade war das Zauberwort. Okay, wunderbar. So. Quickman, ja, dich wissen wir ja, wie wir dich klein kriegen. Erstmal mit Master und den Rest machen wir dann mit Flashstopper. So. Ja, ja, so, den Rest können wir eigentlich jetzt... Und tschüss. Das war's. So, mal gucken, ob wir in den Teleporter reinkommen. Ob wir den... Ja doch, der Flashstopper hat sogar jetzt schon aufgehört. Wunderbar, das ist gut. Dann haben wir noch ein bisschen was, falls wir den nochmal brauchen gleich. So, next one. Crashman. Bei dir war der... Bei dir war Airman, genau. Bei dir war Airman. Ach, jawohl, voll in die Bombe rein. Hallo. Sterben, danke. So. Da ist mir jetzt auch egal auszuweichen. Der ist sowieso direkt tot. So. Next one. Jetzt haben wir ja nicht mehr viel übrig. Jetzt müsste Flashman noch kommen und Metalman. So, da zeige ich euch jetzt mal was. Da habe ich ja angekündigt, euch das mal zu zeigen, dass man ihn mit seiner eigenen Waffe schlagen kann. Wenn man ihn trifft. So, einmal getroffen, direkt tot mit der Metal Blade. Wirklich einmalig in den Mega Man Spielen. Soweit ich mich erinnere, kann man nur in dem Mega Man Spiel hier oder in diesem Teil einen Gegner mit seiner eigenen Waffe schlagen. So, jetzt kommt noch der gute Flashman, den wir mit der Heatman-Waffe natürlich ausschalten. Mal gucken, ob ich die Heatman-Waffe jetzt komplett aufgeladen kriege. Wumms, der hat gesessen. So, ich glaube, wir können ihn aber auch so glatt kriegen. Das ist eigentlich egal. Ja, aber habt ihr gesehen, die Heatman-Waffe kann man wirklich bis zu einem riesen Feuerball aufladen, was ich sehr cool finde. So, da oben haben wir den letzten. Ich glaube, das wird dann schon Wily sein, oder? So, ein E-Tank, ein Leben, zwei Versuche. Ich bin begeistert. Es ist schon Wily, oder? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was hier hilft. Ich benutze mal den Boomerang. Einfach... Nein, okay, das bringt nichts. Bubble Lead, vorne ins Glas rein. Donnern. Okay, das bringt hier auch anscheinend nichts. Airman würde ich... Nee, wahrscheinlich eher nicht. Heatman. Ja, Heatman ist eine gute Waffe. Macht auch einigermaßen Schaden. Ich habe nur leider nicht mehr so viel davon. Okay, macht aber einigermaßen Schaden. Gut, dann machen wir den Rest mit dem Buster. Ist ja relativ einfach vom Bewegungsmuster her. Was, geht direkt weiter? Okay, Metal Blade probiere ich mal. Oh, Metal Blade ist gar nicht mal so doof. Ups. Okay, komm, E-Tank. Scheiß drauf. E-Tank. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich weiß leider nicht, wie viele Formen der hat. So, komm her. Her von und zu. Jawohl, geschafft. Okay, das müsste jetzt die letzte Form sein. Hoffe ich. Oh, was jetzt? Ah, stimmt, es gibt ja noch, genau. Der flüchtet ja jetzt nochmal. Es gibt ja jetzt noch ein Level. Alter, stimmt. Ich erinnere mich. Ganz dunkel. Du großer Gott. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir hier noch was zum Aufladen kriegen. Wir fallen nach unten. Ich hoffe, hier kommt jetzt noch was. Wir fallen einfach nur runter und hier kommt... Okay, hier ist keine Musik, hier ist gar nichts. Was ist das denn? Okay, da sollten wir, glaube ich, nicht... Oh, das war knapp. Wir sollten nicht unter diese Tropfen geraten hier. Irgendwelche komischen Lavatropfen oder sowas. Den kann man aber relativ einfach ausweichen. So, keine Ahnung, was das jetzt hier soll, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne ein paar Kapseln zum Aufladen, ehrlich gesagt. Damit ich meine Waffen nochmal voll machen kann. Okay, wir kommen anscheinend direkt zu Wily. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Ninja Wily, der springt erstmal voll aus seiner Kapsel raus. Was? Ach ja, stimmt. So, was war nochmal da gut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich versuche mal... Quick Boomerang. Bringt gar nichts. Schluck die Dinger. Okay, Bubble Lead. Okay, der macht aber, glaube ich, immer dasselbe Bewegungsmuster hier. Bubble Lead sieht gut aus. Soweit ich weiß, macht der immer dasselbe Bewegungsmuster. Der fliegt immer so eine 8. Das
deswegen kann man dem eigentlich relativ, oder kann man, wenn man denn gut ist, relativ gut ausweichen. Okay, immer warten, bis er in der Mitte ist. Und dann drauf. Ja, verdammt. Okay. Vielleicht sollte ich doch, warte mal, ich nehme mal den Buster, glaube ich. Mit dem kann ich besser treffen. Was? Das macht ihm gar keinen Schaden? Okay. Metal Blade vielleicht. Wenn ich natürlich treffen würde. Macht ihm auch keinen Schaden. Okay, wir können ihn nur mit der Bubble Man Waffe. Gottes Willen. Du großer Gott. Okay, das heißt jetzt hinspringen. Immer dann, wenn er in der Mitte ist. Und dann wieder ausweichen. Okay, jetzt. Jawohl. Geschafft. Okay, wir müssen ihn immer treffen, wenn er in der Mitte ist. Und zwar jetzt. Oder auch nicht. Eigentlich hinzukriegen sein, wenn ich in der rechten Zeit nach vorne komme. Ich glaube, dass uns die Bubble-Waffe nicht ausgeht. Okay, hopp. Ja, getroffen und leider auch uns. Verdammt, noch ein Treffer, dann sind wir tot. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, ich mache das nur, wenn er von rechts kommt. Dann haben wir eine bessere Treffermöglichkeit. Wird dann zwar ein bisschen dauern, aber... So, top. Jawohl, getroffen. Oh Gott. Das wird was, Leute. Wie knapp der uns immer verfehlt. Okay, oh. Ah, verdammt, okay. Haben wir noch genug Bubble-Waffe, um den zu besiegen? Ich hoffe, es reicht. Gut, wir wissen, wie wir ihn kriegen. Ich muss ihn nur immer im richtigen Moment treffen. Ich glaube, mit voller Energie kriegen wir ihn aber. Mit voller Energie müssen wir ihn down kriegen. So, die hinterlassen einfach auch nichts, ne? Die komischen Tropfen hier. Die tropfen einfach nur dumm durch die Gegend. Keine Ahnung, was das überhaupt soll. Oder was er damit erreichen will, wenn da hier die komischen Lavatropfen von der Decke kommen. Ist eigentlich völliger Quatsch. Weil dem kann man relativ einfach ausweichen. Okay, Wily. Das Problem ist, wenn uns jetzt die Bubble-Waffe ausgeht, dann haben wir ein Problem. Aber die ist... ersten Viertel leer, also sollten wir eigentlich hinkriegen. Komm her, schaffen wir. So, ich weiß auch gar nicht, was das soll. Soll das irgendwie heißen, Wily ist ein Außerirdischer oder so? Ich habe keine Ahnung, was das genau soll. Vielleicht auch einfach nur ein Roboter-Alien oder sowas. So, wie fängt er denn an? Er fängt an erstmal nach rechts, okay. Das heißt, er kommt jetzt von rechts auf uns zu. Und treffen nicht, okay. Kein Problem. Und Treffer. So, vielleicht kann ich ihn doch zweimal treffen. Wenn er jetzt in die Mitte fliegt. Jawohl, wunderbar. So, wir haben schon mehr abgezogen als eben. Ach, ich muss aufpassen. Manchmal ist er nicht genau in dem Rhythmus drin. Dann treffen wir ihn. Dann trifft er nämlich uns. Verdammt. So, jetzt. Genau. Ich muss warten, bis er geschossen hat, wenn er in der Mitte ist. Sonst haben wir ein Problem. So, jetzt treffe ich ihn nicht. Ist egal. So, und jetzt drüber. Genau. Und dann kommen wir auch an dem Schuss vorbei. Weil es ist leider nicht immer synchron. Okay, jetzt wäre es, glaube ich, jetzt hätte ich, glaube ich, nicht getroffen. So, warten. Nein, verdammt, das war jetzt dumm. Okay, jetzt treffe ich ihn aber. Okay, das wird ganz schön knapp. Okay. Das klappt leider nicht immer so, wie ich das gerne hätte. So. So, schieß, jawohl. Muss wirklich genau den Moment abpassen. So, da hätte ich ihn jetzt nicht erwischt. Schieß, jawohl. Oh, wir sind in den Reihen. Nein, ich bin in den reingesprungen. Was? Oh Gott. Okay, wir sind aber... ich glaube, wir müssen jetzt an derselben Stelle sein, oder? Ich glaube, wir sind an derselben Stelle. Ja, wir sind... genau. Wir fangen jetzt immer wieder hier an. Also kein Problem. Wir kriegen den, Leute. Wir kriegen den. Das ist überhaupt kein Thema. Bubble-Waffe ist jetzt auch wieder voll und wir haben volle Leben. Also alles gut. Keine Panik. Keine Panik. Den kriegen wir. So, erstmal wieder hier schön an den Dröppies vorbei. Was auch immer das soll. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich hätte hier an den Entwickler ihrer Stelle irgendwie noch ein paar Aufladekapseln oder so hingetan. Aber ich glaube, so lieb waren die dann doch nicht. So nett wollte man dann gegenüber dem Spieler doch nicht sein. So, Dröppie per Dröppie. Ich drücke auf die Knöpfe. So, wunderbar. Und zwar nämlich auf den hier. Und dann wählen wir die Bubble-Waffe aus und dann geht's los. So, komm her. Hm.
Diesmal kriege ich dich, Kollege. Diesmal kriege ich dich. Wie die Lippen so komisch leuchten, ne? Ich weiß ja auch nicht, was das soll. So. Der hat geschossen und rüber. Jawohl, gut. Gesessen. So, der müsste auch noch sitzen. Jawohl. Schon mal ein guter Start. So, geschafft. Jetzt No-Hit-Run, das wäre es natürlich. Oh, den habe ich noch erwischt. Den habe ich sogar noch erwischt. So, warten und zack. Und hopp. Ah, den haben wir nicht mehr erwischt. Schade, der war zu weit weg. Aber egal, wir haben volle Energie. Wir haben volle Waffenenergie. Das sollte zu machen sein. Ich darf nur nicht in ihn reinspringen, so wie eben. Dann haben wir ein Problem. Und dann macht er natürlich exorbitanten Schaden. So, hoppla. Das war knapp. So. Gut, und hopp. Jawohl. So, ich denke mal noch 4 Treffer maximal vielleicht, dann haben wir ihn. 1. 2. 3. Und noch 1 oder 2 Treffer noch, maximal. So, okay, warten und hopp. Ja, noch 1 Treffer. Ich glaube noch 1 Treffer und dann haben wir ihn. Alle hopp. Ja. Das einfach aussieht wie so ein Holodeck oder sowas. Ich glaube, ja, das war nämlich gar nicht er. Das war eine Illusion, die er uns da vorgegaukelt hat. Ich glaube, die Illusion ist kaputt. Hört sich zumindest nicht mehr sehr gesund an. Jawohl, und damit willkommen im Endscreen von Mega Man 2. Ich hätte es ja schon fast nicht mehr geglaubt, aber wir haben es doch noch geschafft. Ein schönes Bild gerade mit diesen Herbstblättern. Ja, war nämlich an der einen Stelle doch relativ haarig gerade eben noch, wo wir da ein paar Mal gestorben sind, aber ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Cool, hier wechseln jetzt irgendwie die Jahreszeiten durch. Gerade hatten wir Herbst, jetzt haben wir Winter. Bin gespannt, ob wir noch die Entwickler kriegen, ob die auch noch angezeigt werden. Scheint Frühling zu sein. Und dann kriegen wir bestimmt gleich den schönen Sommer noch. Ah, okay. Ein verregneter Sommer. Und dafür, wie gesagt, dass der Teil nicht ganz so schwer sein soll wie Teil 1. Ich glaube, das ist jetzt Sommer, ne? Jawohl. Und da schaut Mega Man nach oben und sieht, die Welt ist wieder einmal gerettet worden. Von ihm. Und nur zurück bleibt sein Helm alleine auf einer Wiese. Und die Welt ist wieder in Frieden. So, jetzt können wir doch noch ein bisschen was an Stuff. So, Metal Man, Masanori Satuo. Ah, das sind wahrscheinlich die Programmierer für die einzelnen Bots. Das ist ja auch cool. Airman, Yoji Kanazawa. Schade, ich hätte gerne noch die Bots nochmal dazu gesehen. Bubbleman war Takashi Tanaka. So, Nummer 12, Quickman von Hirofumi Mitsuguchi. Okay. So, Crashman von Akira Yoshida. Yoshida-san. Hi. So, Nummer 14, Flashman von Tomo Yamaguchi. Yamaguchi scheint wohl ein häufiger Name zu sein. Heatman. Toshio Kiki Kato. Ne, Kataoka. Kataoka. So, dann Woodman von Masakatsu Ishikawa. Ishikawa ist ein relativ häufiger Name in Japan, glaube ich. Den gibt's öfter. Character Designer. So, jetzt gucken wir nochmal. Der Enough King, natürlich. Der Tompon, die sind auch wieder alle dabei. Cool. Und der AK. Wer auch immer 2M03CM Man ist, keine Ahnung. Wer sich da so genannt hat. Soundprogrammer. Ogeretsu Kun, der Manami Itel, der ist neu. Und Yukichi-chans Papa ist auch wieder dabei. Und der HMD. Ach, schön. So, und der AK. AKA. So, und die Special Tanks gehen wieder mal an. Hiroiki Maetani,
Tatsuya, Kasai, Mamoru, Asoshina, Yunichi, Kanda, Masa, jetzt wird es zu schnell. Jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Mal gucken, ob wir noch ein paar Namen kennen von Mega Man 1. Kommt mir jetzt gerade keiner. Ich glaube, die waren alle oben. Das könnten hier so Testspieler oder sowas sein. Wahrscheinlich. Ne, da kommt mir jetzt leider keiner mehr. Wakabayashi, das ist auch ein schöner Name. Wakabayashi. Und der Fishman, was ist zur Hölle? Okay. Thank you for playing. Ja, ich habe zu danken. Present by Capcom. Ein einfach tolles Spiel. So, und ich glaube, das war's jetzt auch, ne? Da kommt jetzt... Ja, da sind wir wieder am Startbildschirm. Und ja, ich muss sagen, hat mir relativ viel Spaß gemacht. Sogar noch ein bisschen mehr als Teil 1. Jetzt nicht unbedingt, weil der Teil einfacher war, weil jetzt bei dem Wily-Level, muss ich sagen, war es jetzt doch gerade noch ein bisschen schwer. Also, ich muss sagen, es geht eigentlich. Also dafür, dass es ein einfacheres Mega Man sein soll, waren die Wily-Level schon einigermaßen schwer. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hiernach erstmal direkt weiter mit Mega Man 3. Ich denke, da kommen die Folgen, ja, ich denke mal so Ende nächster Woche kommen die nächsten Folgen ab der hier. Und dann danke ich erstmal fürs Zusehen und dann sehen wir uns bei Mega Man 3 oder aber vielleicht bei einem anderen Let's Play, wer weiß. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, euer Engels LP.